Bitte, bitte, alles in Ordnung. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte beginnen mit einem kleinen Zitat. Kann die Berliner S-Bahn mit der Eröffnung des neuen Flughafens BER einen stabilen Fahrbetrieb garantieren? Fragte vor circa einem Jahr in einer mündlichen Anfrage mein geschätzter Kollege Friederici. Auf beide darin innewohnenden Fragen, also in dieser Frage stecken ja zwei Fragen drin, haben wir noch keine finale Antwort finden können. Worum es uns aber allen geht, hoffe ich, glaube ich, ist, dass wir für die Zukunft einen zuverlässigen, einen fahrgastfreundlichen, einen sozialen und einen ökologischen S-Bahn-Verkehr hinbekommen. Dazu sollte der Antrag vom Bündnis 90 Die Grünen dienen, der immerhin aus dem Januar diesen Jahres stammt, also vor rund 9 Monaten geschrieben und eingebracht wurde. Natürlich ist dem Antrag jetzt die eine oder andere Überholung anzumerken, zum Beispiel beim Berichtsdatum, aber die wesentlichen Punkte sind weiterhin drin. Wir haben schon damals gesagt, wir müssen hier mit einer Teilausschreibung, mit einem landeseigenen Fuhrpark losgehen. Und wir haben vor allem gesagt, wir wollen, dass der Senat offenlegt, welche Gutachten er hat, welche Stellungnahmen er produziert hat, damit wir gemeinsam auf einer rechtssicheren Grundlage entscheiden können, was ist der richtige Weg für Berlin. Leider hat der Senat es nicht geschafft, uns diese Gutachten und Stellungnahmen zur Verfügung zu stellen. Leider ist es auch nicht geschafft worden, dass das wissenschaftliche Gutachten dieses Hauses, das in Auftrag einer einzelnen Fraktion erstellt wurde, zur Grundlage der Beratung, auch dieser Beratung, gemacht werden konnte, sondern all das, was ich gerade aufgezählt habe, wird weiterhin unter Verschluss gehalten, wird geheim gehalten. Ich finde, das ist kein ordentlicher, kein richtiger Umgang und das dient auch nicht der Güte der parlamentarischen Beratung. Gleichwohl sagen wir, wenn man sich zum Beispiel die Ausschreibung des Senats anschaut, was fehlt denn da? Uns fehlen ganz klar, um das mal vorwegzunehmen, Sozialkriterien, die es den Beschäftigten, und an denen liegt es dann wirklich am wenigsten, möglich macht, sicher über ihre Zukunft Bescheid zu wissen, zu sagen, okay, so geht es in den nächsten 5, 6 Jahren an meinem Arbeitsplatz, mit meinem Arbeitsplatz weiter. Wir waren in der letzten Woche bei der S-Bahn-Betriebsversammlung, hunderte S-Bahner saßen vor uns und fragten uns viele Fragen und die Senatsvertreter hatten darauf keinerlei Antworten, keinen Plan. Es wurde auf gesetzliche Regelungen verwiesen. Ja, Mindestlohn gilt in diesem Land. Das braucht man in die Teilausschreibung eigentlich noch nicht mal mehr reinschreiben, sondern man hätte sich dazu äußern sollen, welche Mitarbeiter sind denn betroffen, wenn es zu einer Ausschreibung kommt und dann ein anderer Anbieter als die Deutsche Bahn bzw. die S-Bahn gewinnt. Wie wird umgegangen mit den vielen auch in der S-Bahn beschäftigten Behinderten? Keine Antwort dazu. Das wurde direkt an mich herangetragen als Frage. Keine Antwort des Senats dazu. Wie ist es mit den Arbeitszeiten? Auch das wurde nicht geklärt, weil natürlich ist es klar, wenn ein neuer Anbieter da den Zuschlag erhält, kann sich das auch verändern. Das heißt, all das wurde nicht geklärt, all das ist in keiner Vorlage enthalten und das kritisieren wir. Auch zum Thema Atomstrom, kein Wort in der Teilausschreibung, ganz im Gegenteil, das ist weiterhin möglich und widerspricht doch damit den Zielen, die Land auf, Land ab hier formuliert werden, das kritisieren wir heftig. Wir wollen einen Zugverkehr, der auch ab 2017 sicher ist. Und auch das ist in Frage gestellt. Mit der Teilausschreibung, die verknüpft wurde mit der Zugbestellung, ist halt eine erhebliche Unsicherheit entstanden, weil die Teilausschreibung erst im Jahr 2014 beendet wird mit einem Zuschlag. Daran geknüpft ist die Zugbestellung und wir wissen alle, und wir haben es heute auch schon mal besprochen, das kann beklagt werden, das kann jetzt schon am Anfang beklagt werden, das kann nach dem Interessenbekundungsverfahren beklagt werden, das kann am Ende der Vergabe beklagt werden. Daraus ergeben sich erhebliche Unsicherheiten und das ist eigentlich so aus Berliner Sicht nicht hinnehmbar, weil wir doch alle, und da wiederum betone ich es, wir doch das gemeinsame Ziel haben, einen sicheren Zugverkehr, S-Bahn-Verkehr ab 2017 auch sicherzustellen. Und wir wollen eben nicht noch 100 Millionen Euro drauflegen, damit alte Züge wieder instand gesetzt werden. Deshalb auch nochmal die ausdrückliche Bitte an den Senat. Wir haben es heute gehört, es gibt für diese Möglichkeit keinen Plan, aber doch für die Variante, es verzögert sich weiter, doch zu prüfen, unter welcher Bedingung man sagen kann, wir brechen an dieser Stelle die Teilausschreibung mit der verknüpften Zugbestellung ab und separieren die Zugbestellung, um da keine weitere Zeit zu verlieren. Ein letztes Wort
zur Parlamentsbeteiligung. Uns war immer wieder versprochen worden, das Parlament wird befasst. Jetzt wurde gesagt, ja, im Jahr 2014 wird das Parlament befasst. Dann dürfen wir entscheiden, ob wir dem Vertrag, der dann vorliegt, zustimmen oder nicht. Das ist nicht nur rechtlich auf sehr wackeligen Füßen, das ist auch tatsächlich eine Entscheidung. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen, bitte. Ja, dann komme ich zum Ende. Ob man quasi als Hungernder oder Trinkender das Brot oder die Flasche Wasser nimmt oder nicht nimmt, natürlich werden wir sie dann nehmen müssen, weil wir den S-Bahn-Verkehr ja nicht hier einfach dann liegen lassen können. Also, ich glaube, viele Punkte sind gesagt. Das bisherige Vorgehen ist nicht überzeugend. Unser Antrag wäre besser gewesen, wenn wir den so verfolgt hätten. Und damit komme ich zum Schluss. Vielen Dank. Danke auch.